Ripsbibobim. Haha, der Anfang, Mr. Trashback. XD, XD, XD. Ja, war auf jeden Fall eine witzige Idee, oder? Definitiv nein. 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 Okay. 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 Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge Community Time. Diesmal auf meinem Sofa. Hier steht mein Mikrofon rechts neben mir. Also für alle Headphone-User. Ihr werdet vielleicht ein wenig confused jetzt sein, weil das jetzt von links kommt. Aber wen juckt's? Wir gehen direkt mal an die erste Frage und ja. Leute, ihr habt auch außerdem entschieden, dass wir einen Vlog machen. Den werde ich morgen aufnehmen. Und ja, heute leider nicht den besonderen Kasten, den ich euch angepriesen habe. Denn ich habe einfach nicht viel Zeit und ich muss gleich streamen in genau einer Dreiviertelstunde. So, der erste Kommentar kommt. Jojo, schon wieder bald 700. Ich wette, du knackst mal 1 Million. Ist auf jeden Fall in die Zukunft schauen. Ich denke mal, wenn ich die 1 Million habe, ist es schon wieder was ganz Normales. Und es gibt wahrscheinlich schon Leute, die haben dann die 10 Millionen oder sowas halt. Und ja, der nächste Kommentar kommt von AFC-12. Hashtag Fabrots, hast du schon mal etwas Schlimmes getan? Also jemand verletzt oder sowas? Verletzt du, dass jemand ins Krankenhaus musste? Habe ich wirklich noch niemanden. Ich glaube, das würde ich mir auch nicht so krass verzeihen können, weil ich kann es einfach nicht so Menschen verletzen. Aus Versehen habe ich bestimmt schon mal jemanden verletzt, aber so kann ich mich eigentlich nicht mehr so richtig dran erinnern. Der liebe Jan Schleber schreibt, wie ich mich einfach immer auf Community freue, du gibst dir so viel Mühe, bester Mann. Ja, danke auf jeden Fall, ich gebe mir wirklich ziemlich viel Mühe dafür und ja. Das nächste Kommentar kommt von Deverix. Kannst du eigentlich noch schneller reden? Was kannst du eigentlich? Wie heißt das Lied am Ende? Das Lied am Ende war, glaube ich, da Beats of Drum. Denke ich mal, such das einfach mal, du wirst es schon finden. Und der liebe Next Fabio schreibt, ich war nicht dabei, Hashtag Famos, wie findest du mein Overlay? Den Overlay finde ich eigentlich ganz cool, nur mir gefällt es halt nicht so, so krass für die Zeit, die wir jetzt haben, sondern ich glaube, ich nehme das mal so winterlich, weil es irgendwie ganz cool aussieht. Mir gefällt es aber lieber, wenn man so mit zwei Farben spielt. Liebe Veronix HD schreibt, hey, was kennst du mich noch vom Stream? Ich habe 180 Coins. Nice. Ja, für 20 Coins dann wärst du auf den Server gekommen, bist du jetzt aber auch. Das weiß ich nämlich. Liebe Harlimon, weil er schreibt, der Server ist super cool, danke. Nur leider habe ich ein bisschen mit DDoS im Moment zu kämpfen, aber ja, das juckt eigentlich gerade niemanden. In der Tat. Whitest du mich, please, oder hast du schon? Jo, ich hab dich whitest du, Pascal. Der liebe Marius Geilo schreibt, Hashtag fragt Moritz, liebst du Reaps? Wenn ja, wann willst du es ihm sagen? What the fuck ist in den Köpfen los? Okay. Leute, entschuldige mich mal wieder für meine Frisur. Ich komme gerade von der Chemis, die ich aber diesmal heute nicht aufgenommen habe, obwohl sie eine viel geilere Karussells etc. wären. Was heißt Karussell? Das sind gar keine Karussells. Aber... Okay. Der liebe Itzroleff schreibt, Bahnjunge, Headshot voll ins Bahnjunge. Der liebe Zandex HD schreibt, alles klar, danke Moritz, war zu dem letzten Community Time und ja. Der liebe Let's Play mit MCPVW und Texturen schreibt, also, wie heißt das Intro-Lied? Das erste Lied, wenn man du nicht antwortest, gibt es eine Analpenetration. Welches Intro? Achso, das ist glaube ich, warte mal, was war noch mal? Take this one. Das hieß. Wie hieß ich scheiße? You're as desperate as that sounds, yeah, yeah. Das nächste kommt von Streuchix. Hast richtig krasse Cutting-Skills, feier dich abnormal, dass du in deinem Alter schon so gut Premiere und Photoshop umgehen kannst. Respekt an dich. Ja, danke auf jeden Fall. Übung macht die meisten Leute. Liebe MC Edeljoker schreibt, was macht Moritz macht alles geil. Die Idee von WhatsApp, das Intro auszuwetten, hatte ich schon vor Wochen. Hast du die geklaut? Okay, tut mir leid, habe ich die geklaut. Okay. Okay. Der liebe The Basher HD schreibt, ich wette, du schaffst es nicht, mein Skin mit einem Herz mit. Nein, Leute, jetzt machen wir es wirklich nicht. Ich mach's wirklich nicht, Leute. Oh Gott, nein. Und der liebe Frederick Scheib schreibt, wer waren deine ersten Zuschauer? Mein allererster Abonnent? Gott, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber man kann es auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ich glaube, mein erster Zuschauer. Wenn du Zuschauer meinst auf Twitch, weiß ich das. Das war nämlich Hi-Hate, mit dem ich aber heute nichts mehr zu tun habe, zum Glück. Der hat sich nämlich zu einem ziemlichen Lappen entwickelt. Ripsbibobim. Haha, der Anfang, Mr. Trashback. XD, XD, XD. Ja, war auf jeden Fall eine witzige Idee, oder? Definitiv nein. 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 Okay. Okay. Okay.
Es gibt eine Chipelle. Ganz ruhig. Skip Nation PvP schreibt, magst du mich? Jo, ich liebe dich. Alles klar, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Der liebe Supreme Pixel schreibt. Ach, übrigens, erster. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Außerdem, ja, schreibe ich darauf, ich feiere der PB, das ist so ein Profil, wo ich und noch ein paar andere irgendwo einbrechen. Das ist eigentlich ganz chillig. Der liebe Ghost X Slays schreibt 5 Fragen. Welche Lieblingsfarbe hast du? Auf jeden Fall blau. Wie bist du auf den Namen gekommen auf YouTube? Einfach mal so, ja, YOLO-mäßig. Ich hab's einfach, mir ist es in den Kopf gekommen und ich fand's eigentlich ganz witzig. Was überlegst du dir noch auf deinem YouTube-Kanal zu bringen? Im Prinzip alles, was ich jetzt mache, nur ich will auch mal irgendwelche Apps testen. Das heißt, was heißt testen, sondern so reviewen. Einfach so dazu zocken. Keine Ahnung, nicht zu Minecraft, sondern einfach mal ein paar Apps testen. Was, wenn euch da die Idee gefällt, lasst es mir gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, wann musst du aufstehen, wenn du zur Schule gehst? Ich stehe immer um 6:30 auf. Das war's auch von den Kommentaren. Hoffentlich hat euch die neue Kameraposition gefallen, weil eigentlich mal was Neues und da steht jetzt die Softbox. Das heißt, es ist alles ein bisschen professioneller. Und ja, wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.